Ich frage mich die ganze Zeit, wie du auf den Trichter mit der Blumenerde kommst. Ich wette, du hast keinen Sack Blumenerde zu Hause. Ich hab nicht mal einen Garten, ey. So, Midlife-Paar. Wir wollen ja was für unseren Rumpf tun. Denn das ist ein Grund, warum ich manchmal Rückenschmerzen habe. Das ist so ein bisschen schwachen Bauch im Arsch habe. Ja. Da muss ich ein bisschen was für tun. Habe ich auch gestern und deswegen habe ich super Bauchmuskelkater, das wird für mich gleich vorzumachen. Also Midlife-Part, danach Workout, vorweg, danach Cooler und Warm-Up, kennt ihr. Also, Midline, M-Rap, 10 Minuten, wobei M-Rap hier so ein bisschen in Klammern steht. Ich will da High Quality haben, ja, aber das ist halt 10 Minuten Zeitfenster. Wir haben 10 V-Ups, ja, gibt es Alternativen zu, wenn das fordernd sein sollte, die meistens sogar noch mehr reinhauen, als wenn man das Movement V-Ups irgendwie versucht zu erfüllen. Ja. 20 Sekunden Straddle Hollow Hold. Gehen wir auch nochmal durch. 10 Dead Bugs und dann 20 Sekunden regulärer Hollow Hold. Ja, das ist es. Was hätte ich jetzt hier gerne? Wenn ihr arbeitet, möglichst eine Übung immer unbroken. Sprich, die V-Ups, Dead Bugs, das geht meistens noch, diese 10 Sekunden, diese 10 Wiederholungen. Wenn ihr da mit den V-Ups startet, dann zieht ihr die auch durch. Danach könnt ihr von mir aus kurz durchatmen. Währenddessen nicht. Bei den Straddle Hollow Hold und bei dem Hollow Hold selber, die 20 Sekunden können dann irgendwann, wenn man sich nur um den Core beschäftigt, schon ziemlich tough werden. Ja? Darauf achten, dass ihr wirklich diese 20 Sekunden noch durcharbeitet. Danach das Workout. 40, 30, 20, 10. Jumping Jacks und Object Ground Overhead. Das ist ein Sprint. Ja? Sieht zwar auf den ersten Blick nicht so aus, ja, mit den Wiederholungszahlen, aber sind wir ehrlich, Jumping Jacks dauern nicht lange, bringen die Herzfrequenz knackig nach oben, auch da absteigende Anzahl, damit ihr immer dieses hohe Tempo halten könnt. Und Object Ground Overhead könnt ihr wieder schnappen, was ihr wollt. Gängige Optionen, irgendwas, was, ja, ich nehme auch gleich einen Sandsack, so Sandsack ähnlich ist, ja, so ein Sack Blumenerde, was auch immer, so ein riesiger Blumentopf, voll mit Erde, das wäre heftig. Das alles am besten mit zwei Armen bewegen. Ihr könnt aber auch ein Objekt nehmen wie eine Dumbbell oder eine Kettlebell, irgendwas ähnliches, ja, was vielleicht mit einer Hand gut zu bewegen ist und vielleicht gar nicht so schwer ist. Dann würde ich es auch einarmig machen. Und dann bleibt es aber bei den Wiederholungszahlen. Macht vielleicht rechts eine Wiederholung, links die zweite, rechts dritte, links vierte. Also da könnt ihr ein bisschen mit spielen, mit welchem Objekt ihr habt, was für ein Objekt ihr da benutzen wollt. Gut, ich würde sagen, ich habe alles gesagt bis hierhin und dann steigen wir ein mit dem Warm-Up. So, Lockholz. Ja, unsere erste Übung in unserem Warm-Up. Ah, dafür legen wir uns auf den Rücken. Beginnend praktisch mit der Hollow Position und wechseln dann in die Arch oder Superman Position. Zeigt beide Positionen einmal vorweg. Wie ihr sie gesehen habt, das ist die Hollow Position. So, das wäre Superman Position. Da wo wir Brust hoch, Beine hoch. Ich sag da immer, so wenig wie möglich vom Bein noch auf dem Boden halten. Ja, bei den Superman. Da weiß man, okay, richtig die Oberschenkel lösen, ansonsten fliegen hier nur die Unterschenkel hoch. Ja, ich kenne das ja. Nee, Hintern anspannen und die Beine komplett hochbringen. Bei der Hollow Position wollt ihr so wenig Fläche wie möglich auf dem Boden haben. Wichtig ist aber, dass ihr cruncht und praktisch den Lendenwirbelbereich, Übergang zur Hüfte, den Bereich an den Boden drückt. Ja, nicht ins Hohlkreuz fallen, sondern diesen Bereich am Boden halten. Das ist wichtig. Jetzt wechselt ihr zwischen diesen beiden Positionen, ohne dass ihr euch irgendwo abstürzt, Arme zur Hilfe nutzt, sondern mit eurer Spannung im Core und schmeißt euch damit praktisch in die andere Position rein. Also von hier in die Superman-Position. Nächste Drehung, ein Rap. Zweiter Rap und so weiter. Wenn das sehr tough sein sollte, zählt schon gar nicht so ohne, könnt ihr es auch leicht reduzieren. Ja, wenn ihr merkt, die Form bricht auseinander und ihr kommt ins Hohlkreuz, zum Beispiel beim Hollow Hold, oder könnt diese Megaspannung beim Superman Hold nicht mehr halten, dann hört ihr einfach auf und macht mit der nächsten Übung weiter. Ja, das macht uns ein wenig Sinn, mit schlechter Qualität weiterzuarbeiten. Und warm seid ihr trotzdem. Als nächstes haben wir Object Romanian Deadlifts, damit wir später beim Hochbringen von dem Gewicht auch schön vorbereitet sind mit der hinteren Kette. Auch da könnt ihr jetzt ein bisschen spielen. Ja, wenn ihr nachher einarmig
euer Objekt bewegen wollt, da könnt ihr auch jetzt schon einarmige Romanian Deadlifts machen. Ansonsten Objekt greifen, zum Beispiel Rucksack oder was auch immer. Und dann einmal hochbringen. Romanian Deadlift startet dann praktisch oben mit dem ersten Rap. Beine ganz leicht beugen, Spannung im Rumpf halten. Hintern geht nach hinten. Und jetzt habe ich hier schön Spannung hinten drauf. Ja, auf der hinteren Kette, hinten am Oberschenkel und komm wieder hoch. Dann hochkommen, schön Hintern anspannen, nach vorne bringen. Sag, Rücken gerade, Bauch rausdrücken, überall Spannung an. Davon 15 Wiederholungen. Letzte Übung für unsere Herzfrequenz, 20 High Knees. Links ein Rap, rechts zweiter Rap, links dritter Rap und so weiter. Ganz simpel. Einfach noch ganz schnell, ganz zügig Herzfrequenz hochbringen, Knie weit nach oben bringen, auf der Stelle treten. Ja, das geht nochmal richtig. Tipp dir auf den Füller. Tipp dir auf den Füller. Tipp dir auf den Füller. So, das ist unser M-Rap. 5 Minuten, 10 Log Rolls, 15 Romanian Deadlifts und dann 20 High Knees. Los geht's. Midline Part. Ja, wir haben einen M-Rap. 10 Minuten for Quality. Ja, vorhin erwähnt, eine Übung sollte immer am Stück gemacht werden können, solange wir dazwischen halt Pausen nehmen, dass diese hohe Qualität auch erhalten bleibt. Wir starten in unserer Hollow-Position, die kennen wir ja bereits durch das Warm-Up. Das ist hier schön aufgefächert und dann wollen wir zusammenklappen, ja, wir klappen es ab und unseren Spann hier berühren mit möglichst gestreckten Beinen. Ja, sollte das jetzt nicht möglich sein, dann zeige ich dir noch ein paar Alternativen. Ansonsten hoch halten, zusammenklappen. Ja, ihr bringt die Beine hoch und ihr crunchen. Du wirst den Spann, Rap. Zwischen den Raps nicht den Boden berühren, also nicht Spannung verlieren und platt auf den Boden landen und dann in den nächsten Rap starten. Ja, dann haben wir nur ganz, ganz kurz Spannung und ziehen wahrscheinlich mit Schwung noch nach oben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen in der Ausgangsposition immer diese schöne Hollow Position halten. Wenn das nicht geht, gar kein Problem, dann versucht diese Hollow-Position hier zu halten. Wenn das schon zu schwer sein sollte, auch kein Problem, irgendwann wird das schwierig. Dann hier vorne bleiben und dann praktisch die Beine ranziehen oder halt etwas größere Range of Motion. Das sind die sogenannten Tuck-Ups und dann haben wir ein bisschen weniger Weg, ja, und sind kompakter, das macht es ein Tick leichter. Ja. Gut, das sind die V-Ups bzw. Tuck-Ups. Zweite Übung, Straddle Leg Hollow Hold. Ja, das ist jetzt relativ anspruchsvoll, wie ich fand. Ich habe es nämlich gestern erst gemacht. Das erste Mal war schlimm. Ja. Also, das wollte Wilke euch nicht vorenthalten. Ja, also, Hollow Hold ist praktisch die Ausgangslage. Wir fangen jetzt aber direkt damit an, die Arme nach vorne zu halten. Ja, ich habe mir auch extra Videos vorher angeguckt. Niemand macht das so. Ja, aus gutem Grund wahrscheinlich. Und dann Hollow Position, also Crunch und Beine auch spreizen. Ja, Beine nach vorne. Und das halten wir 20 Sekunden. Also ihr, ich nicht. Ich habe es gestern gehabt. Das halten, 20 Sekunden lang. Ja, auch das können wir ein bisschen entschärfen, indem wir hier die Beine einfach ein Tick weiter zusammennehmen, sollte dieses Abspreizen immer zu fordern werden, weil das ging ganz schön auf den Hüftbeuger und diese Aktivierung nach außen war auch nicht ohne für die Hüfte und Gluteus. Also da schön Spannung aufbauen, ansonsten Tick rausnehmen. Nächste Übung wäre dann 10 Wiederholungen Dead Bug. Hier starten wir ebenfalls in dieser Ausgangslage, aber wir sind jetzt kompakter von vornherein und haben unsere Arme vorn oder oben und die Beine hier im rechten Winkel. Von hier dennoch den Crunch halten, nicht auf dem Rücken komplett ablegen, sondern Crunch und dann linkes Bein strecken, rechten Arm strecken, immer noch den Crunch halten, ein Rap, zweiter Rap, dritter Rap, vierter Rap und so weiter. Und als letztes der klassische Hollow Hold. Auch hier könntet ihr direkt vorne starten, wenn das so schwierig sein sollte. Ansonsten wäre noch besser, wenn ihr hinten seid. Mit den Armen über Kopf, vorne, anwinkeln, die ganzen Möglichkeiten habt ihr. Ja. Das Ganze jetzt einmal für 10 Minuten auf Qualität. Hier ist nochmal eingeblendet, was ihr machen sollt. Denkt dran, jede Übung an sich immer am Broken, das ist wichtig, dass ihr da keine Breaks innerhalb der Bunker. Ja. Jetzt einmal auf Pause drücken, loslegen mit dem Midline-Part.
Dir ist schon bewusst gewesen, als du das geschrieben hast, dass die 10 Minuten im Hollow Hold eigentlich rumhängen? Ja. Du bist voll behind, Wilko Meier. Wie kann man so ein schlechter Mensch sein? Erst mal 14 Minuten. 14? Ja. Ja, moin. So ein guter Mensch bin ich. So, ich hoffe, ihr könnt noch gerade stehen. Das Ding ist, jetzt ist es vorbei so. Ja? Aber jetzt kommt was anderes, was ganz anderes. Ja? Unser mehr oder weniger Sprint-Workout. Nichts wirklich Kompliziertes, sondern nur Jumping Jacks und Ground to Overhead. Ganz simpel. Jumping Jacks, wir starten hier zusammen und dann geht's auseinander. Ein Sprung, ein Rep. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Versucht dynamisch zu bleiben, ja, nicht hier auf einmal pausieren und zurückkommen, sondern biometrisch arbeiten und praktisch immer wieder zurückfedern. Wie ihr das dann laufen, sprinten, Double Under, Single Under springen auch macht. 40, danach 40 Ground to Overhead. Verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, heute ist es leichter, wenn ihr ein Objekt habt, das ihr einarmig bewegen könnt, weil die meisten dann wahrscheinlich einen Snatch machen werden. Ja, gerade sowieso, wenn es ein Dumbbell ist oder eine Kettlebell. Wenn es ein Objekt wie dieses ist, dann ist vielleicht ein kleiner Jerk ein bisschen angenehmer, weil ja, ein Sack Blumenerde über Kopf reißen, wenn man nicht so einen guten Grip hat, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ja, also da könnt ihr natürlich auch hier reingreifen. Ich nehme mit Absicht jetzt nicht die Griffe, ja, weil ihr wahrscheinlich auch keine habt, wenn ihr so ein Objekt habt. Reingreifen, darauf achten, dass der Rücken schön gerade ist. Ich zeige es nochmal an der Seite. Ja. Wollt ihr nicht mit Rücken greifen, reißen, sondern schön den Hintern etwas tiefer bringen, weil das Objekt wahrscheinlich auch sehr tief am Boden sein wird und nicht wie eine Hantel etwas höher. Also da ein bisschen mehr beugen mit den Beinen, dass der Rücken gerade ist. Blick nach vorne und von hier mit einer reißenden Bewegung auf die Schulter, über Kopf. Ja, das wäre jetzt eine Technik, wenn das Gewicht sehr unhandlich oder vielleicht auch sehr schwer ist oder beides. Ja. Ihr könntet natürlich auch hier versuchen mit zu reißen. Das geht natürlich auch. Da ist das gleiche Prinzip. Schön, gute Form halten, gerader Rücken. Auch beim Runterkommen, wenn ihr da Touch and Go arbeiten wollt, nicht einfach irgendwie Beine stehen lassen und rund werden im Rücken. Ja. Ansonsten einarmig. Ich probiere es mal aus. Das gibt Verletzungen. Keine gute Idee mit diesem Objekt. Ja, aber wie gesagt, falls ihr etwas habt, was kompakter ist, vielleicht sogar einen Griff hat, ähnlich wie eine Dumbbell, gerne. Dann einarmig arbeiten, runterbringen, zweiter Rep und so weiter. Also 40 Jumping Jacks, 40 von den Ground to Overhead, 30-30, 20-20, 10-10, fertig. Jetzt aber pausieren, loslegen mit dem Workout. Das habt ihr überstanden. Sehr gut. Jetzt kommt noch ein kleines Cooldown und dann Feierabend. Ja? So, erste Übung. Mir fällt von allen Welten da, aber ne? Nein! Forward Fold! Macht Sinn. Ja. Und gerade schön Gewichte vom Boden gehoben. Da wollen wir jetzt die hintere Kette ein bisschen entlasten. Sprich, Beine nach vorne, Zehenspitzen anwinkeln, vielleicht noch ein bisschen eindrehen und dann nach vorne fallen. Ja, Kinn auf die Brust, damit starten wir, damit wir die ganze Wirbelsäule öffnen können. Kinn auf die Brust und dann nach vorne kommen. Ja, sobald es angenehm ist, wird ihr wahrscheinlich nach und nach tiefer reinkommen. Ja, das Ganze mindestens für eine Minute halten. Wenn ihr aber merkt, ihr kommt noch weiter und weiter und weiter runter und die Spannung lässt langsam nach, weil einfach merkt man gar nicht, dass man unter Spannung steht. Ja, wenn ihr aber merkt, da lässt irgendwas los, ihr seid irgendwann mit dem Kopf auf dem Boden, gerne noch länger halten. Ja, also da nicht einfach aufhören nach einer Minute. Danach wollen wir in die Seal-Pose gehen. Wir haben auch viel, viel mit reingemacht. Kaum. Dezent. 10 Minuten Hollow holt, Wilko, Alter. Wahrscheinlich, weil ich verkümmert ist. Die Leute sind alle nur noch 1,50 groß jetzt. Geil. Also, wir legen. Hochkommen, wahrscheinlich jetzt schon Abriss. Wir versuchen so hoch wie möglich zu kommen. Hüfte auf den Boden halten. Ja, auch wenn ihr jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht wahrscheinlich das macht. Mach trotzdem das. Das gibt eine Nahaufnahme. Also, schön öffnen, atmen, gegen ankämpfen. Und dann könnt ihr auch da nach ca. einer Minute loslassen und weinen. Ja? Gut,
sehen uns morgen wieder mit weiteren Hollow-Holz. Ich möchte, dass jeder einen Sack Blumenerde besorgt. Das ist mein Ziel. 1 Million Ground to Overhead.